Zwei Fragen, die ich immer wieder gestellt bekomme, lauten: Wie starte ich eigentlich meinen Mix und wann weiß ich, wann mein Mix wirklich fertig ist? Zwei Fragen, die wahrscheinlich zeitlich nicht weiter auseinander liegen könnten, aber sie bieten mir einen wunderbaren Bogen, um eine brandneue Serie hier im Recording Blog zu starten mit dem wunderbaren Titel Wir mischen einen Song. Wie ich tatsächlich meinen Mix starte und was es mit dieser Serie auf sich hat, das verrate ich dir im heutigen Video und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog und herzlich willkommen zu meiner brandneuen Reihe Wir mischen einen Song. Egal, ob du Singer-Songwriter bist, ob du deine eigene Musik oder die Musik deiner Band abmischt oder ob du vielleicht planst, deine Mixfähigkeiten demnächst auch für andere anzubieten, für uns alle sind ja die Startbedingungen gleich. Wir haben entweder eigene Musik aufgenommen oder ein Set von Spuren zur Verfügung stehen, wie wir sie zum Beispiel im Premium-Bereich bei uns im Recording-Blog jeden Monat anbieten und dann zieht man die in seine DAW rein und fängt erstmal an zu mischen und stellt fest, irgendwie so komme ich nicht voran. Also gehe ich auf die Suche ins Netz, suche mir ein paar Videos, auch im Recording-Blog zusammen und stelle aber dann fest, die ganzen Tipps und Tricks, die da sind, das sind alles nur Mosaiksteine, die man irgendwie dann doch wieder zusammensetzen muss. Nirgendwo ist irgendwie eine strukturierte Anleitung von vorne bis hinten zu finden, wie man so einen Mix angehen kann. Und deswegen ist diese Serie dann auch für dich. Mir einfach mal über die Schulter zu schauen, wie ich meinen Mix denn angehe. Und vielleicht kann ich dich ja motivieren, demnächst auf Basis meiner Vorgehensweise dann deinen Mixprozess auch etwas strukturierter anzugehen, sodass du dann auch Zeit sparen kannst, wenn du jeden Mix von vorne bis hinten so abwickelst, dass du dann auch immer so ein Vorgehen hast, was dir dann Zeit und Nerven vor allem sparen kann. Du bist also herzlich eingeladen, mir über die Schulter zu gucken, aber auch herzlich eingeladen, mitzumachen. Du kannst zum Beispiel mitbestimmen, in welcher DAW wir das Ganze jetzt hier machen. Schreib also gerne unten in die Kommentare Logic Pro X oder Studio One, das sind meine beiden DAWs, in denen ich abmische. Und je nachdem, für welche DAW die meisten Leute abgestimmt haben, schauen wir dann nächste Woche im nächsten Video, wie wir den Mix tatsächlich da durchgehend angehen können. Also schreib entweder Logic Pro X oder Studio One unten in die Kommentare und die DAW, die dann die meisten Stimmen bekommt, die wird dann auch die DAW dieser Reihe werden. Also interaktiv das Ganze und wenn du noch mehr mitmachen möchtest, kannst du dir auch die Spuren runterladen, die wir hier zur Verfügung stellen. Denn der Song, den ich hier vorstelle, ist ein alter Song von mir, den ich vor 6 Jahren geschrieben habe und der jetzt dringend mal neu abgemischt werden muss. Also von Null, alle Fader auf Null, nochmal neu abgemischt werden muss. Die Spuren davon, die kannst du dir auch runterladen. Alle Mitglieder im Recording-Blog, egal ob Basis- oder Premium-Mitglieder, können sich die Spuren runterladen direkt in ihrem Download-Bereich. Und falls du dich entschieden haben solltest, mir über diesen Mitglieder-Werden-Knopf hier unten unter dem Video jeden Monat einen Kaffee auszugeben, dann findest du da in deinem Bereich auch einen Link, wo du dir die Spuren runterladen kannst. Falls du nicht in der Lage sein solltest, durch irgendwelche Corona-bedingten Maßnahmen oder sonstiges wirtschaftlich in der Lage bist, mir einen Kaffee auszugeben oder ähnliches, aber trotzdem mitmachen möchtest, dann schreib mir gerne eine Mail an kirchenmaus@recording-blog.com und dann finden wir sicherlich auch eine Lösung, wie du an die Spuren kommen kannst, damit du da auch mitmachen kannst. Soll ja keiner ausgegrenzt werden, nur weil er gerade mal die Penunsen nicht auf der Tasche hat. Also fühl dich eingeladen mitzumachen und wo startet man denn jetzt eigentlich so einen Mix? Ich starte einen Mix ja normalerweise nicht mit dem ersten Faderzug, sondern man muss ja erstmal eine Session vorbereiten. Und genau das schauen wir uns heute mal an. Wie bereite ich also meine Session auf den Mix vor und vor allem mit welchem Pegel starte ich das allererste Instrument, auf dem dann der komplette Mix aufbaut. Das schauen wir uns gleich in der Session an. Ich zeige dir das heute einfach mal in Studio One und wie gesagt, nächste Woche gucken wir dann mal, in welcher DAW ich dann tatsächlich durchziehe und den Mix von vorne bis hinten zeige. Das nur am Rande. Falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen sollte, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten hier auf das nächste Video. Aber wir gehen jetzt mal in die Session und ich zeige dir, wie ich meinen Mix vorbereite, bevor ich den ersten Fader ziehe. Also los geht's. So, da sind wir schon in der Session, zumindest fast in der Session, denn jeder Mix startet ja damit, dass man eine Session erstmal anlegen muss. Wir sind hier im Startbildschirm von Studio One und wie gesagt, du kannst abstimmen, ob das Ganze in Studio One oder in Logic Pro X gemischt werden soll. Aber den Anlegeprozess, den zeige ich dir jetzt mal in Studio One und das Prinzip ist dasselbe, egal ob ich in Logic oder in jeder anderen DAW mische. Also wir starten zunächst einmal mit einem Klick hier auf Neuer Song. Neuer Song soll angelegt werden. Da können wir jetzt ein paar Parameter noch aussuchen. Ich gebe hier nur mal einen Namen ein. Den wähle ich immer so, dass ich vorne zumindest das Jahr und den Monat eintrage, damit ich grob weiß, wann ich das gemacht habe und dahinter dann den Namen. Die Unterstriche ist eine alte Gewohnheit noch aus DOS-Zeiten, weil Leerzeichen
vermeide ich normalerweise, wenn es eben geht, zumindest bei Dateinamen, aber eine kleine Nerd-Angewohnheit meinerseits. Und darunter sollten wir dann noch angeben, in welchem Tempo der Song ist. Dieser Song ist im Tempo 150 BPM, das heißt, hier drücken wir jetzt 150 und können dann durch OK die erste Session anlegen. Und da ist im Prinzip schon die Session, eigentlich könnten wir jetzt schon direkt starten. Ich stelle aber bei mir, ich weiß nicht, warum das immer so voreingestellt ist, hier oben immer noch das Zeitformat von meiner Zeitleiste ein, denn die steht komischerweise immer auf Sekunden. Vielleicht weiß ja jemand von euch, wo man das einstellen muss. Deswegen muss ich das Zeitformat von meiner Zeitleiste hier oben erstmal auf Takte und da auf ein Viertel einstellen. Und schon habe ich jetzt hier ein Viertelmaß. Das heißt, mit anderen Worten, ist jetzt hier alles vorbereitet, um unsere Spuren jetzt hier reinzubekommen. Wenn du dir die Spuren runtergeladen haben solltest, dann wirst du ein Archiv gefunden haben, das du auspacken kannst, und da sind jetzt alle Spuren drin. Hier sind alle Spuren. Oben ist der Referenzmix von 2015 noch, also die Basis, die ich 2015 erstellt habe. Darunter dann die Spuren. Insgesamt sind es dann, glaube ich, 28 Spuren geworden. Die kann man alle markieren und dann mit Kommando A oder am PC mit Steuerung A einfach mal alle markieren, A für alle, und dann hier einfach mal rüberziehen, einfach auf die Nullmarkierung ziehen, und schon sind alle Spuren jetzt erstmal in unserer Session drin. Wunderbar, ich drücke hier auf Browse, dann geht jetzt unser Browserfenster weg und du siehst, das ist im Prinzip schon die Session. Eigentlich haben wir es jetzt schon fast gestartet und könnten jetzt schon loslegen mit unserem Mix. Ich mache mal hier den Zoom ein kleines bisschen anders, sodass alles drauf geht. Das ist ein bisschen fummelig immer bei Studio One. Ich bin immer so ein bisschen am Kämpfen mit dem Zoom, muss man hier besser einstellen. So, du siehst also, Studio One hat beim Anlegen der Session schon automatisch Farben vergeben für unsere eigenen Spuren, die wir jetzt hier reingezogen haben. Eigentlich könnten wir jetzt schon starten. Wir können ja mal als kleine Preview mal reinhören, wie der Mix von 2015 geklungen hat, damit du überhaupt mal einen Überblick kriegst, über welchen Song wir eigentlich reden. Also ich starte einfach mal den Mix hier oben, damit du mal hören kannst, welcher Song eigentlich am Bach liegt. Tauchen nicht klettern, barfuß im Regen, verpennen trotz Wecker, Sommer statt Winter, kaufen nicht Borgen, Hunde und Katzen, lieber Abend statt Morgen, Münster nicht München, Schoko Vanille, niemals Helene und noch viel lieber Stille, Kneipe statt Tatort, gewinnen und verlieren, geh mit dir bis unendlich, wollen wir uns amüsieren. Hey, oh, heute ist ein guter Tag zum Tanzen. Hey, oh, oh, oh. Hey, oh, oh, ist ein guter Tag zum Tanzen. Am Himmel über uns die Sterne und morgen liegt in weiter Ferne. Und so weiter. Also ein Song, den ich 2015 geschrieben habe und den ich wirklich mag, weil der Song ist zum einen über mich. Die ganzen Parameter, die ich da aufzähle, sind alle über mich. Und trotzdem geht es eigentlich um meine große Liebe, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen will. Mein Herz schlägt für dich, Baby. Also, das ist unsere Session. Letztendlich könnten wir jetzt theoretisch starten. Trotzdem habe ich gesagt, ich mache noch einige Vorbereitungen, damit ich wirklich den Überblick in meiner Session nicht verliere und damit ich wirklich, wenn der Mix dann losgeht, voll auf den Mix konzentrieren kann. Zunächst einmal vergebe ich die passenden Farben. Bei mir gibt es einen kleinen Farbcode, an den ich mich halte, damit ich mich in jeder Session, die ich angelegt habe, immer sofort zurechtfinden kann. Und dazu rufe ich jetzt mal den Mixer auf hier und bereite mir den nochmal eben vor. Normalerweise ist es bei Studio One so, dass die Plugins hier oben angezeigt werden. Ich bevorzuge aber, dass die Plugins an der Seite angezeigt werden. Also klicke ich auf diesen Pfeil hier auf der linken Seite, der dafür sorgt, dass die Ansicht der Plugins von oben runterrutscht und dann auf die Seite der Kanäle rutscht. Klick da drauf, dann sind die Kanäle ein bisschen kleiner geworden. Die kann ich wieder ein bisschen größer ziehen. Und wenn ich jetzt hier auf diesen Knopf hier drücke, dann geht rechts daneben das Insert-Fenster auf. So viel zu meinen eigenen Bevorzugungen. Andere Leute mögen es vielleicht lieber, wenn die Plugins darüber angezeigt werden. Aber das ist ja auch spezifisch jetzt hier Studio One. Also tut jetzt eigentlich nichts zur Sache, eher eine Bevorzugung meinerseits. Außerdem klicke ich hier oben links noch auf das I für Inspektor, damit ich hier auf der linken Seite die ganzen Informationen zu allen Spuren und den ausgewählten Kanalzug immer zur Verfügung habe. Auch das kleine Präferenz meinerseits. Was ich aber in jeder Session mache, egal in welcher DAW ich unterwegs bin, der Farbcode. Die ersten 4 Spuren außer der Referenz hier sind Schlagzeug. Die färbe ich normalerweise rot ein, also wähle ich hier mal die Farbe. Und das mache ich, wie gesagt, auch in jeder DAW so, dass ich die Farbe wähle. Rot fürs Schlagzeug. Daneben kommt eine Spur Bass, die färbe ich mal gelb ein. Und falls deine Spuren jetzt nicht so sauber sortiert untereinander liegen sollten, manchmal kriegt man ja Spuren, wo die Spuren komplett durcheinander, oder kriegt man Pakete aus Spuren, die komplett durcheinander sind, dann muss man erstmal sortieren. Bei mir ist es so, Schlagzeug oben, darunter kommt der Bass. In diesem Fall ist es jetzt so, dass die durch die Nummerierung in den einzelnen Spuren schon so sauber vorliegen.
Aber wenn bei dir alles durcheinander sein sollte, dann musst du halt die einzelnen Spuren wie diese hier zum Beispiel verschieben und so weiter dafür sorgen, dass du die Reihenfolge hast, die für dich gut gangbar ist. Ne? Wie gesagt, bei mir ist Schlagzeug immer oben, danach kommt der Bass, danach kommen die Gitarren. Wenn ich das hier richtig sehe, sind die auch alle sauber so angeordnet, dass daneben die Gitarren kommen. Das heißt, färben wir mal alle Gitarrenspuren hier. Ich muss mal kurz suchen, bis hierhin färben wir mal alle Gitarrenspuren erstmal grün ein, hellgrün zum Beispiel. Hier haben wir eine Akustikgitarre, die machen wir mal ein bisschen dunkler grün und hier rechts Seite haben wir, glaube ich, noch ein paar Solo-Gitarren, die machen wir auch in einer anderen Farbe. So kann ich mich dann immer sofort ein bisschen orientieren daran, welche Gitarren hier eigentlich auch im Mix anliegen. Darunter kommen die Vocalspuren, auch die können wir eben markieren. Das sind die Vocalspuren mit den Hauptstimmen und dann die Chorspuren hier auf der rechten Seite, die färbe ich mal blau ein. Und damit hat im Prinzip unsere Session schon einen echten Farbcode. Oben rot, dann gelb der Bass, grün die Gitarrenspuren oder wenn du Keyboards haben solltest, für dich auch vielleicht noch eine andere Farbe dazu. Blau bei mir die Vocals. Mit anderen Worten, so ist es jetzt schon mal farblich kodiert. Hier oben die Referenz, die mache ich mal lila, weil bei mir die Masterbusse und die Referenzen immer lila sind. Und jetzt haben wir schon fast alles vorbereitet. Was du jetzt hier siehst, sind viele Lücken noch, die zwischen den einzelnen Takes sind. Hier zum Beispiel bei den Chorspuren wird eigentlich nur am Schluss gesungen. Und diese Lücken, diese Leerteile, die entferne ich auch immer ganz gerne, weil die mir insgesamt schon mal so ein bisschen die Struktur des Songs vorgeben. Mit anderen Worten, wenn du einfach mal alle Spuren markierst, also eine markieren, dann Kommando oder Steuerung A wieder, um alle auszuwählen, dann kannst du mit einem Rechtsklick auf die Spuren, das wird sicherlich in deiner DAW auch ähnlich sein, kannst du hier unter Audio die Funktion Stille suchen wählen. In diesem Fall ist das jetzt Stille suchen, gibt es auch oben hier übers Menü, aber hier Stille suchen kannst du drücken und wenn du das drückst, gibt es eine Funktion, die jetzt hier analysiert und jetzt überall die Stille entfernt. Ich habe da schon mal ein Video zugemacht, ein ausführliches, wo man auch noch ein paar Parameter genauer dazu einstellen kann. Wenn du dich dafür interessierst, kann ich das hier gerne mal einblenden. Kannst du mal nachschauen, wenn dieses Video vorbei ist, was es damit genau auf sich hat und wie präzise man damit tatsächlich die Stille entfernen kann. Was du aber siehst, was jetzt passiert ist, ist, unser Mix hat noch mehr Struktur bekommen. Du kannst jetzt genau erkennen, wo was singt. Hier zum Beispiel die Vocals-Spur, die wir hier am Start haben, Vocals-Strophe zum Beispiel, Vox-Strophe, dann siehst du hier schon, diese Spur singt nur hier, also ist das anscheinend die Strophe. Hier singt Vox Refrain, also scheint das Refrain zu sein und so weiter. Die Abwechslung gibt dir also schon ein kleines bisschen Struktur vor. Allein dadurch, dass du in den Spuren schon entsprechend die Stille entfernt hast. Und so ist es doch schon ganz schön. Wir haben also die Farbkodierung vorgenommen, wir haben die Stille entfernt und jetzt bereite ich noch meine Hauptbusse normalerweise vor. Wenn du mir schon ein bisschen länger folgen solltest, dann weißt du, dass meine Musik in der Regel auf zwei Hauptbussen zusammenläuft, nämlich einmal dem Mucke-Komplettbus und einmal dem Vocals-Komplettbus und das bereite ich natürlich dann auch noch vor. Also markieren wir erstmal alle Spuren, die hier mit Instrumenten zu tun haben. Das sind diese hier und können mit einem Rechtsklick jetzt wieder auf die markierten Spuren hier Bus für ausgewählte Spuren, für ausgewählte Kanäle hinzufügen. Dann wird ein Bus angelegt hier auf der rechten Seite und den können wir jetzt hier benennen Mucke komplett. Auch hier Farbkodierung wieder bedenken. Ich benutze hier lila und dann haben wir daneben die blauen Spuren noch. Das sind alles Vocals. Auch wieder Rechtsklick, dann Bus für ausgewählte Kanäle hinzufügen. Wird wieder ein Bus angelegt. Der heißt dann Vox komplett. Damit läuft jetzt hier alles, was mit Stimme zu tun hat, zusammen. Und bei dem Mucke komplett Bus das komplette Playback. Und weil wir noch einen Referenzmix am Start haben, wähle ich dann noch, du siehst hier, der Referenzmix, der soll unbearbeitet auf den Masterbus laufen, auf den Mainbus hier drauf laufen, wähle ich für Mucke und Vocals komplett noch einen Pre-Final-Bus, also nochmal Bus für ausgewählte Kanäle hinzufügen und den nehmen wir dann Pre-Final. Da läuft jetzt also unser kompletter Mix zusammen, auch wieder lila. Das heißt, hier läuft unser kompletter Mix auf Pre-Final zusammen, einmal die Musik und einmal die Vocals und der Referenzmix, ob das dann hier wie in diesem Fall jetzt der gleiche Song ist oder vielleicht ein anderer Song, den du zum Vergleichen nehmen möchtest, der läuft dann unbeeinflusst auf Main. Mit anderen Worten, solltest du eine Mastering-Kette benutzen, um dann deinen Song hinterher nochmal mastern zu wollen, würdest du den nicht auf dem Main-Bus benutzen, sondern auf dem Pre-Final-Bus, was den großen Vorteil hat, dass du deine Master-Kette benutzen kannst für deinen Mix, aber deine Referenzmixe, die du gegenhören möchtest, völlig unbearbeitet dann auf dem Main-Bus landen. So, wir haben also Farbkodierung, wir haben Stille entfernt, wir haben alles sortiert, also im besten Fall sind natürlich alle Spuren schon vorsortiert wie hier, aber wir haben alles sortiert und wir haben unsere Grundbusse angelegt. Mit anderen Worten, wir können jetzt starten und ich habe dir ja versprochen, dass ich dir noch zeige, mit welchem ersten Pegel ich starte, denn der erste Pegel vom ersten Instrument legt im Prinzip fest, wie dein kompletter Mix sich
weiterentwickelt. Ne? Und das Wichtige ist ja, dass man einen Mix nicht zu laut startet, denn wenn der Mix zu laut wird, dann übersteuert man irgendwann den Masterbus und da gibt es nun mal die magische digitale 0 dB-Grenze. Lauter darf es nicht sein, sonst übersteuert es, sonst verzerrt es digital und das wollen wir vermeiden. Deswegen gilt es, den Mix möglichst konservativ zu starten. Das erste Instrument in meinem Fall sind normalerweise die Drums oder der Beat. Das schauen wir uns ja dann nächste Woche in der ersten echten Mix-Folge an. Heute nur so viel, der Kern oder die Basis des Beats ist bei mir normalerweise die Bassdrum oder Kickdrum, wie man sie nennen möchte. Und hier geht es jetzt darum, dass man den Pegel von der Kickdrum so einstellt, dass sich der Rest des Mixes daran orientieren kann. Mit anderen Worten, wir ziehen einfach mal alle Kanäle hier jetzt im Pegel runter. Das heißt, wir setzen alles komplett auf Null. Jetzt ist nichts mehr zu hören. Jetzt haben wir nur noch hier den Hauptbus. Also den Referenzmix, den wir hier haben, und den stelle ich mal per Mute jetzt aus, damit wir den auch nicht mehr hören, wenn wir irgendwas abspielen wollten. Und starten jetzt mit der Bassdrum. Die stellen wir mal auf 0 und gucken dann mal, wo die einpegelt hier. Also einfach auf 0 und dann gucken wir mal, welcher Pegel hier auf dem Hauptbus angezeigt wird von unserer Bassdrum, wenn wir sie komplett unbearbeitet abspielen. Und du siehst, dass sie ausschlägt hier. Die Peaks schlagen hier teilweise bis minus 6 dB auf. Das ist zu viel, das ist deutlich zu viel. Das heißt, wir müssen den Pegel unserer Bassdrum runterregeln. Ich benutze als Orientierung, das hat in den meisten Mixen immer gepasst, den Wert minus 12 dB. Ich achte also darauf, dass die Bassdrums, wenn sie am lautesten spielen, also eine Bassdrum ist ja bei einem echten Schlagzeug wie diesem hier ein sehr dynamisches Instrument, guck also, dass die lautesten Bassdrum-Schläge im Peak, also in der Kurzzeitausschlag, im Kurzzeitausschlag, nicht höher als minus 12 dB gehen. Also wenn wir hier mal gucken, dass die Peaks hier von der Bassdrum nicht höher gehen als minus 12 dB. Und davon müssen wir jetzt erstmal runterregeln. Wir haben ja gerade gesehen, die schlägt aus ungefähr bis minus, nehmen wir hier 3 dB raus, also machen wir die Bassdrum minus 3 dB und gucken jetzt mal, wo die Bassdrum jetzt hier ausschlägt, wenn wir abspielen. Also, jetzt hier in den Peaks immer noch bei minus 9, also können wir noch was rausnehmen. Du merkst schon, wie konservativ ich reingehe. Das hat zur Folge natürlich, dass es erstmal sehr leise werden könnte tatsächlich. Aber es gibt ein gutes Mittel dagegen, wenn dein Mix zu leise werden sollte. Dreh einfach am Monitorcontroller oder an deinem Audiointerface den Pegel ein bisschen lauter oder bei den Boxen. Dann ist es wieder laut genug, sodass du gut mischen kannst. Auf der anderen Seite hast du aber den großen Vorteil, dass du deinen Mix nicht übersteuerst. Gucken wir nochmal, wo es jetzt ausschlägt. No, immer noch minus 12. Gehen wir nochmal ein bisschen konservativer ran. Minus 6. So. Jetzt müssten wir aber langsam so auf der Zielgeraden sein. Ungefähr hier so. Ne? Also die Peaks sind jetzt ungefähr bei minus 12 dB. Und damit haben wir jetzt genügend Platz, um den Rest unseres Mixes genau darum zu bilden. Und achte drauf, du kannst nicht zu leise sein im Mix. Alles, was zu leise ist, können wir hinterher noch laut machen. Alles, was zu laut ist, wird anstrengend, das wieder runter zu regeln. Weil wenn man zu laut werden sollte und dann hinterher in den einzelnen Bussen die Pegel runternehmen muss, zum Beispiel bei Mucke Komplettbus oder bei Vocals Komplettbus, bei allem die Pegel runternehmen muss, dann kann es durchaus sein, dass das Verhältnis, was du eigentlich eingestellt hast, zerbröselt und der ganze Mix auseinanderfällt. Deswegen lieber vorher ein kleines bisschen konservativer rangehen, darauf achten, dass deine Kickdrum, deine Bassdrum, dass dein Beat nicht lauter als minus 12 dB piekt, wohlgemerkt. Also nicht die gemittelte Lautheit, die man hier an diesem weißen Strich sehen kann, sondern die Peaks bei minus 12 dB ist ein guter Startpunkt, ein guter konservativer Startpunkt, um zu sagen, hier starte ich meinen Mix. Wie man es genauer nochmal einstellen kann, auch mit Hilfe eines VU-Meters, das schauen wir uns nächste Woche an, wenn wir dann das Schlagzeug tatsächlich abmischen. Da zeige ich dir noch eine weitere Methode, wie du genau den richtigen Pegel wählen kannst, um den Startpunkt für deinen Mix zu treffen. Jetzt aber haben wir erstmal alles vorbereitet und können unseren Mix tatsächlich starten. Das starten wir nächste Woche und wenn du wieder dabei bist, würde ich mich sehr freuen. Wenn dir dieses Video gefallen sollte, habe ich gerade schon mal gesagt, aber kannst du jetzt, falls du es noch nicht gemacht hast, nochmal nachholen. Daumen nach oben, falls du noch nicht Abonnent sein solltest, würde ich mich freuen, wenn du auf den Abo-Knopf drückst, dann verpasst du auch die nächsten Videos nicht. Hier in der Reihe, wir mixen einen Song und jetzt verabschiede ich mich, wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und wir sehen uns nächste Woche wieder bei einem weiteren Video hier im Recording-Blog. Bis dahin, mach's gut und Yasu.